Guten Morgen und herzlich willkommen hier aus unserer Van-Werkstatt. Den Vito hier hinter mir, den bauen wir gerade zu einem Campervan aus und der ist auch schon fast fertig. Es fehlt allerdings immer noch einiges und das wollen wir diese Woche fertig machen. Ja, die Betonung wirklich auf fast. Es ist nicht ganz fertig, es fehlt noch einiges. Zum Beispiel kommt diese Woche die Küchenarbeitsplatte rein, dann Wasser, Strom muss noch reinkommen, Gas muss noch angepasst werden und wir müssen auf jeden Fall auch noch die Klappen reinbauen. Ja, also ihr seht, es ist schon noch einiges, aber wir fangen mal mit den Klappen an, oder? Machen wir das. Zu den Schubladen gehört natürlich auch eine anständige Verriegelung. Für so große Fächer hier zum Ausziehen nehme ich ganz gerne diese Pushlocks, genauso wie fürs Bett. Für so Fächer reichen uns meistens relativ starke Magnete. Aber bei so einer großen Schublade will ich halt auf Nummer sicher gehen und nehme einen Pushlock. Das ist echt eine gute Idee bei dieser Schublade. Ja, wenn die relativ voll ist und man in Kurven fährt, darf hier auf keinen Fall was aufgehen. Oh ja. Und mit denen müssen wir auf Nummer sicher. Ja. Wir haben das Thema Klappen jetzt so langsam abgeschlossen. Wir haben auch einige wieder rausgenommen, weil wir damit noch was machen müssen. Aber alle Scharniere sind eingestellt, Magnete sind drin. Und Alina, was kommt jetzt? Jetzt kommt Wasser. Ja, okay, das ist eins der letzten großen Projekte, die noch offen sind. Ein paar Anschlüsse haben wir schon dran gemacht. Das hier ist nämlich der Entlüftungsponübel. Hier kommt Frischwasser rein, da kommt nur ein Kabel durch für die Pumpe. Das ist der Einfüllstutzen, also hier kommt frische Wasser rein. Das ist der Schlauch zum Wasserhahn. Das hier ist die Entlüftung. Schlauchstellen brauchen wir noch ein paar. Reichen die? Ich denke, das reicht. Ja, Timo, ich glaube, es ist besser, wenn wir tauschen, wenn wir anstatt von dieser Tankdurchführung wieder so eine nehmen. Die abgewinkelte? Ja, das Gute an der ist halt auch, dass ich das dann auch außen montieren kann und nicht im Tank irgendwie rumwursteln muss, um hier die Schlauchschelle zuzumachen. Das kann ich alles außen machen und dann einfach durch das Loch gleich durchstecken. Falls man was sein sollte mit der Pumpe, kann man es viel einfacher demontieren. Ja. Und jetzt... Okay, gut, dann kommt das hier noch drauf. Sind so viele Späne drin, gell, durchs Bohren und so. Wir haben es gestern schon sauber gemacht, aber jetzt heute nochmal und nochmal mit Wasser, damit es richtig schön sauber ist drin. Ich denke auch. Ja. Bringen wir mal rein, ne? Ja. Yay! Ja, so ist er in seiner Endlage. Wir haben gestern die Spüle reingeklebt. Die befindet sich jetzt hier unter der Arbeitsplatte. Und es ist eigentlich auch wirklich schön geworden und ich habe heute Morgen noch mal zusätzlich abgedichtet, safety first, und zusätzlich ist die Spüle auch noch von unten geschraubt. Und heute mache ich mich mal dran, die Ablaufgarnitur zu befestigen, das hier, und dafür habe ich jetzt schon alles sauber gemacht und guck mal, wie das alles zusammenpasst. So kommt es drauf. Ist ganz schön groß, gell? Ja. Und nicht vergessen, also was wir auch super häufig machen, ist auch abdichten mit dem Teflonband. So. So, Timo, was machst du denn da Schönes? Ich mache gerade die Elektroinstallation weiter. Die kommt ja auch in den Küchenblock. Mhm. Unter anderem schließe ich jetzt einen 12-Volt-Zigarettenanzünder an.
Dafür benutze ich hier so eine Abisolierzange, die ist ganz toll. Die haben wir jahrelang benutzt, jetzt haben wir eine neue bekommen. Und das Tolle an der neuen ist, dass man damit auch 16 Quadrat Kabel abisolieren kann. Zack, hast du rein abisoliert. Wie das hinten rausgeschossen ist. Ja, das ist geil, gell? Das Abisolierte wird dann hinten rausgeschossen und verklemmt nichts. Also richtig Sahne. Voll cool. Aber ja, ich denke, heute und morgen werde ich noch Elektroinstallation machen müssen. Ach, apropos, wir verlosen übrigens so ein Elektroinstallationsset von Vicon unter allen, die einen Kommentar unter dieses Video schreiben. Dieses Elektroinstallationsset von der Firma Vicon könnt ihr hier gewinnen. Seid ihr schon fertig oder baut ihr gar nicht erst aus? Dann haben wir zwei weitere tolle Sets für euch. Ihr könnt ein Wohnmobilreinigungs- und Pflegeset gewinnen. Das nutzen wir übrigens sehr gerne zur Aufbereitung der Fahrzeuge. Oder passend zur Jahreszeit ein Fahrradpflegeset. Alle Infos zum Gewinnspiel findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Viel Glück dabei! Zurück zur Steckdose. Was machst du jetzt? Also du hast das Kabel abisoliert und genau. Dann schließe ich es an und baue es ein. Kann ich noch ganz kurz mal deine schöne Sammlung zeigen? Welche Sammlung? Die beeindruckt mich jedes Mal von Kabelschuhen. Zweige? Ich finde die halt so, warte mal, wenn ich es gerade mit der Kamera hinkriege. So. Ja, man braucht wirklich unfassbar viel Kabelschuhe in allen Größen, für alle Kabel, alle Durchmesser. Ja. Ich glaube, da hast du eine Ewigkeit bestellt dafür. Ja, hat ewig gedauert, aber jetzt bin ich wirklich damit zufrieden. Ich behandle jetzt die Arbeitsplatte mit einem veganen Hartwachsöl. Das ist was ganz Feines. Und zwar soll es eigentlich hell werden, aber wir haben noch sehr viel von diesem gefärbten Hartwachsöl. Deswegen werde ich die Unterseite mit dem gefärbten behandeln. Die Unterseite muss auch behandelt werden. Und die Oberseite dann mit dem ganz normalen. Es gibt so einen schönen Ton. Aber das ist ja nur ein Teil. Unsere Arbeitsplatte besteht ja aus dreien, ja? Oh ja, aber das werdet ihr gleich mal sehen. Wir setzen es gleich mal rein. Ja. Wir probieren jetzt den Kocher aus. Yay, das erste Mal den Kocher an. Ja, ist doch gut. Sehr nice. Jetzt noch den anderen. What? Wir befinden uns gerade in dem Vito und machen unsere erste Testfahrt und schauen, ob wirklich alles funktioniert in dem Vito, also so wie wir uns das vorgestellt haben. Genau, der erste echte große Test sozusagen. Und wir sind in wunderschönen Weinbergen und haben bestes Wetter dafür. Wir checken gerade die Elektrik und ich höre auch schon gerade die Kühlbox, die funktioniert, ist gerade auf 16 Grad und kühlt runter, ja, es brummt ordentlich. Wurde gerade erst angemacht, deshalb 16 Grad. Richtig. Und ich versuche mich jetzt auch gerade mit der smarten Batterie zu verbinden, um zu checken, wie der Verbrauch ist. Musst aber erst die App runterladen, oder? Habe ich gerade gemacht und jetzt muss ich mich noch verbinden. Das ist jetzt die App, die habe ich gerade heruntergeladen von Wattstunde und okay. Das zeigt mir jetzt an, wie voll die Batterie ist. 78%, hat 100 Amperestunden Kapazität und die Spannung wird auch noch angezeigt. Was haben wir hier noch? Temperatur, Zyklen. Mach doch mal das Licht an hier. Okay. Sehen wir da was? Irgendwo müssten wir doch da jetzt auch sehen. Was entnommen wird, gell? Ja. Ach, da oben wahrscheinlich. Minus 3,5 Ampere. Okay, Moment. Und wenn ich das Licht jetzt einschalte? Minus 4 Ampere. Minus 4,3 Ampere, es steigt. Ja. Ist ja nicht viel. Ja, verbraucht ja nicht so viel. Ja, super. Interessant. Okay. Ich schalte jetzt mal die Kühlbox mal aus. Okay, ist aus. Mal gucken. Minus 3, 0. Okay, perfekt. 0, ach super, kein Kühlschrank. Jo, sehr fein.
Wir machen jetzt mal weiter mit den einzelnen Verbrauchern und testen hier so ein bisschen herum. Aber wir haben auch noch zwei Bierchen dabei und noch was zu essen. Also den Grill haben wir mitgenommen. Ja. Und ich würde mal sagen, wir schmeißen jetzt mal den Grill an und machen uns jetzt einen gechillten Abend, bevor wir weitere Tests machen, oder? Genau. Was haben wir denn noch vor mit dem Fahrzeug heute? Wir wollen noch den Ladebooster und die Solaranlage testen. Stimmt, genau. Bevor wir das machen, essen wir mal was. Richtig. Weißt du noch, wie das geht? Nee, schon so lange her. Noch eine. Der Timo versucht jetzt auch gerade ein paar Drohnenaufnahmen zu machen. Wir haben gerade eigentlich richtig schönes Wetter, aber es ist so windig draußen, dass die Drohne wirklich kämpft. Und das Kotti irgendwie auch. And it felt so right, having you by my side. I would never waste your time on my. Ist gerade eingefallen. Wir haben doch hier einen Tisch, sag mal. Das stimmt. Warum nutzen wir ihn nicht? So. Wir müssen ja nicht alles auf den Boden abstellen. Genau, der nächste Test, wie praktikabel ist dieser Tisch. Kochbanane. Voll geil. Schön süß, gell? Wir sind jetzt fertig mit Essen und mit dem Testen. Okay, du isst noch. Sorry. Aber ich würde sagen, im Groben und Ganzen es hat eigentlich alles funktioniert. Ja, ist zumindest nichts Gravierendes aufgefallen mit dem Ausbau. Deshalb, ich bin eigentlich zufrieden. Ich auch. Wir hätten auch heute super gerne in dem Video übernachtet, aber es ist momentan einfach nicht möglich, weil nämlich die Matratzen nicht fertig sind, die Zuschnitte sind fertig, aber die Bezüge sind noch nicht genäht. Und das fehlt noch, genauso wie die Vorhänge, aber dann sind wir wirklich komplett fertig mit dem Video. Ich glaube, dann werden wir auch mal eine Nacht drin pennen als Test, oder? Auf jeden Fall, ja, um einfach zu gucken, ob das Bett richtig schließt und so weiter. Aber ich freue mich total darauf und das nächste Video wird ganz bestimmt die Roomtour sein. Hoffentlich, ja. Und wenn ihr mögt, dann schaltet super, super gerne ein. Wir freuen uns darüber. Ihr helft uns auf jeden Fall weiter, dass der Kanal weiter wächst. Ja. Und die Roomtour ist für uns auch extrem wichtig, deswegen schaltet super gerne ein, wir freuen uns darüber. Und auf alle Fälle abonnieren. Genau. Und Daumen nach oben. Ja, stimmt, ja. Ich habe gerade schon den Daumen nach oben gezeigt. Sehr gut. Naja, egal. Wir sehen uns auf alle Fälle die nächsten Wochen wieder. Ja. Ciao. Wir freuen uns. Tschüssi.